Okay. Hier ist es erstmal ruhig. Da ist auch sonst nichts. Da liegt was auf dem Tisch. Da komme ich gleich zu. Okay, hier ist ein Gang und da scheint jemand über uns zu sein, aber sonst nirgends. Da ist Munition und ähnliches, das ist schon mal gut. Oh. Ah, verschiedene Dokumente. Nicht das, was wir suchen. Briefe aus der Heimat, auch noch nicht das, was wir suchen, vermute ich. Können wir hier an diesen Ventilen irgendwas machen vielleicht? Nö. Kesslers Baby. Okay. Ich muss es unschädlich machen. Oh, da ist einer. So, ich weiß, das ist riskant. Oh, Scheiße. Wow, das ging flott. Okay. No risk, no fun, ne? Kennen wir ja den Spruch. Okay, da kommen einige rausgerannt. Aber das kann gut für uns sein. Wir sind Scharfschützen. Okay. Einen haben wir getötet über eine Bombe, über die Sprengfalle. Und damit ist auch abgelenkt worden, oder was? Das wäre ja ganz cool. So, da stehen aber noch welche so ein bisschen am Eingang, fürchte ich. Und sind noch nicht ganz sicher, ob sie wirklich wieder gehen können. Die sind auf jeden Fall jetzt angefixt. Okay, einer hat ein Geräusch gehört. So. Okay, jetzt schön auf die Map achten, ob jemand kommt. Durchsuchen. Das hier wird sehr nützlich sein. Es könnte da gerade jemand vorbeikommen. Oder zumindest neugierig gucken. Bin mir nicht sicher. Sieht aber jetzt erstmal relativ gut aus. Okay. Haben sich meist, oder die meisten haben sich, glaube ich, beruhigt. Nö, hier ist keiner. Das heißt, die schwirren alle woanders rum. Und kümmern sich nicht um uns. Hoffentlich. Da könnte einer relativ nah sein. Aber der könnte auch über uns sein, ne? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay. Das war der nächste Streich. Habe wohl alles Verwendbare eingesackt. Verdammt, das war zu langsam. Das ist wieder riskant.
an derselben Stelle wie sein Kamerad vorhin von meiner Kugel getroffen wurde, glaube ich. So, diesmal nicht direkt ein Angriff. Und auch sonst bleibt es relativ ruhig. Oh, wobei, aus der anderen Richtung kommen welche. Shit. Das ist jetzt gefährlich. So. Oh shit, komm schon. Ach. Ich habe ihn kurzzeitig tatsächlich einfach nicht mehr gesehen. Das war jetzt echt ein kurzer Schreckmoment. So, da kommt noch einer. 3, 2, 1. Das war knapp. Ich glaube, der hat uns eine mitgegeben. So, eine S-Mine nur noch. So, bin ich jetzt nicht sicher, kommst du oder nicht? Oh fuck. Okay. Jetzt haben sie einen Angriff gestartet, aber das ist ja gewollt, durchaus. Ich will ja, dass sie da hinkommen. Ich hoffe nur, dass auch die Leiche auslöst. Wir sind geduldig einfach, bis der Angriff vorbei ist. So, ich muss mich mal einmal anders setzen. Und dann ein Schlückchen Kaffee trinken. Bin jetzt schon neugierig. Ah, guck, da kommt einer raus. Das ist gefährlich für uns. Aus dieser Ecke. Das Schöne ist, ich glaube, die greifen halt in diese Richtung da hinten an. Und nicht uns. Jetzt möchte ich gerne noch eine gute Position haben. Und dann kann ich mir die beiden auch schnappen. Und dann kann ich mir ihn schnappen. So. Wieder zwei weniger. Wir dünnen sie langsam aus. Ich glaube, das ist die einzige Strategie, mit der man hier halbwegs sinnvoll arbeiten kann. Die KI, muss man ja sagen, ist nicht ganz so pfiffig. Also, dafür, dass sie das zulässt, dass wir sie immer wieder so ein Stückchen herlocken und dann einzeln auseinandernehmen, das ist schon dumm. Finden. Muss ich sagen. So, der andere war er hier, ne? Nee. Ja? Ja. Den hier. Okay. Aber der Bereich sieht schon wachenloser aus als vorher, von daher. Jetzt würde ich nur gerne wieder unsere Sprengfalle finden. So, den Offizier hatten wir gerade getötet. Und hier, den haben wir mit der Sprengfalle versehen. Schade, das müssten die gewesen sein, aber ich kriege sie offenbar nicht wieder. Wenn ich es dann doch mal nicht mehr möchte. So, hier waren Dinge. Ich weiß nicht, ob wir da mittlerweile wieder was einsammeln können. Jawohl. Eine S-Mine. Ich glaube, das war von der, ne? Hm? Mal die S-Mine. Stolperfalle weg. Ach, guck. Ich hab dich gesehen, Kollege.
bescheuert? Mit einer Panzerfaust auf Infanteristen schießen? Das ist ja nicht die feine englische Art. Na gut, du bist auch ein Nazi, aber... Aber muss man ja trotzdem kein Arschloch sein. So. Lohnt es jetzt hier eine Falle aufzubauen oder nicht? Kommt jemand oder nicht? Fallen sind immer so wertvoll, ne? Okay, der ist nicht wirklich sichtbar. Wir warten einfach mal. Ah, guck, da ist er. Ah, Mensch, Kollege. So. Next one. Kommt jetzt da einer? Oder nicht? Sieht nicht danach aus. Aufgeregt sind sie alle, aber... So, müssen wir jetzt in die Mitte dieses Fragezeichens, oder... Wie habe ich das zu verstehen? Vor allen Dingen... Nee. Egal. Jetzt war ich gerade äußerst verwirrt. Was bist du? Ihr seid Motoren, würde ich schätzen. Ach, da oben könnte noch was sein, ne? Wie kommen wir da hoch? Noch eine von Kesslers Raketen. Ich muss sie ausschalten. Heißt das, wir müssen... Ah, jawohl. Eine ausgeschaltet. Da ist was eingesammelt. Moment, was ist genau unser Ziel hier? Finde die technischen Spezifikationen der Rakete. Okay. Das heißt, irgendwo müssen Papiere rumliegen, ne? Huch, ich höre gerade nur, dass irgendjemand sucht und sich darüber unterhält. Warum? Lasst mich doch bitte. Ja, die suchen da draußen immer noch fleißig. Huch. Da. Okay, das müssen wir auf jeden Fall auch schon mal sabotieren. Diesen Auftrag dürfen wir 5-mal insgesamt ausführen. Zack, kaputt. So, durchsuchen. Das Ganze. Ah, damit ist auch ein Kringel schon weg. Doch, vor den Jägern konnte ich mich bisher sehr gut verstecken. Immer wenn die in Angriff gestartet haben, haben sie mich gar nicht erst gesehen, glaube ich. Das war jetzt meine Antwort auf den Kommentar unten. Oder den Untertitel. So, ich... da oben ist ein Büro. Ah, okay. Das heißt, wir marschieren mal hier rauf. Hier ist ja gerade niemand. Das ist ganz gut. Okay, sie haben aufgesucht zu hören, genau. Aufgehört zu suchen. Chip. Es gibt keine Garantie, dass Kessler uns alle Informationen, die technischen Spezifikationen der Rakete. London wird zufrieden sein. Hier nochmal eine Stolpermine. Wo sind wir hier? Ach, okay. Gut.